Ich bin Jakob Braun und befinde mich gerade auf der Retro-Spielemesse in der Stadtbibliothek Münster und wir schauen uns heute mal ein wenig hier um. Bevor es an Spielen ging, traf ich mich mit Professor Dr. Bernward Hoffmann und Arne Geratz. Professor Dr. Hoffmann ist seit mehreren Jahren im Jugendschutz aktiv. Aus Spaß sammelte er über die Jahre diverse Konsolen. So ist er auf die Idee gekommen, ein Projekt mit Studierenden zu realisieren, um Hobby und Beruf zu verbinden. Ja, also wir machen zusammen ein Seminar zu diesen Computerspielen und mit meiner weiteren Stelle bin ich hier als Medienpädagoge in der Stadtbücherei angestellt und betreue dort hier diesen neuen Jugendbereich, Juwel heißt es, wo wir eben auch Gaming-Angebote platziert haben. Und dann haben wir im Zuge dieses Theorie- und Praxisprojektes geschaut, was kann man machen, wo finden wir einen passenden Ort, wo wir eben alte Gerätschaften so in diesem Kontext präsentieren können, dass es auch Menschen erreicht, die vielleicht auch weniger mit diesem Medium zu tun haben. Und da ist einfach die Bücherei aufgrund des hohen Publikumsverkehrs ein idealer Ort, um eben sowas zu präsentieren. Und da diese Retro-Spielemesse ja auch den Namen Retro schon im Namen trägt, ab wann sind denn die Spiele Retro? Ich kann das vielleicht ein bisschen personalisiert erläutern. Der Game Boy, der hier in der Ausstellung in Funktion ist, stammt aus meiner Familie. Meine Söhne sind inzwischen 30. Der wurde von denen gespielt, als die so 10, 11 waren. Da kam die Auseinandersetzung, wir wollen so ein Ding haben. Das heißt, der ist 20 Jahre alt. Das ist ein Retro-Gerät, das auch tatsächlich, wenn man sich das anguckt, vom Display her absolut Retro ist. Die Atari-Konsole, die hier im Einsatz ist, geht noch ein bisschen älter zurück. Die habe ich mal geschenkt bekommen von jemandem. So richtig weit zurück kommen wir natürlich nicht. Das ist größeren Anbietern wie auf der Gamescom etwa dem Retro-Bereich vorbehalten. Und jetzt so als abschließende Frage. Haben Sie irgendwelche Ideen, wie sich der Spielemarkt des Weiteren entwickeln können? Wir sehen ja jetzt momentan eine große Entwicklung auch mit den Brillen, die man aufsetzen kann, wo man wirklich so ins Spiel reinkommt oder ob das eher so im Markt ist für unterwegs, Spiele für unterwegs. Also ich würde genau diese beiden Akzente setzen. Ich glaube, anders als beim Kino, wo das 3D ja so vor sich hin dümpelt, manchmal gibt es attraktive Filme, aber es ist jetzt nicht der Hype, dass jeder Film 3D gedreht würde, wird sich das bei Computerspielen, glaube ich, schon ein Stück durchsetzen. Aber es wird auch die Welten teilen, weil das nicht jeder haben kann und nicht jeder will. Also es auch tatsächlich körperlich nicht so gut verträgt. Während parallel sich diese kleinen Games auf dem Handy natürlich absolut durchsetzen und gerade der Bereich zum Beispiel verantwortlich dafür ist, dass inzwischen die Geschlechter gleich viel spielen. Das gilt nicht so sehr für die Konsolen, aber für die Handy-Games spielen Mädchen oder Frauen genauso viel inzwischen wie die Jungen. Anschließend ging es ans Eingemachte. Was man früher allein gespielt hat, spielt man heute zusammen. Nach einer intensiven Gaming-Testphase traf ich mich mit Jonas, der an der FH Münster studiert und an dem Projekt mitwirkte. Er ist aus den gleichen Gründen wie Professor Dr. Hoffmann dabei. Jonas will Hobby und Studium verbinden. Bist du auch so in dieser Retro-Schiene aktiv? Also zockst du auch gerne mal so ältere Spiele? Ja, ich habe immer noch meinen Game Boy Color zu Hause liegen, auf dem läuft immer noch Pokémon und andere alte Spiele, die alten Formel-1-Teile oder ähnliches. Und ich bin aber auch tatsächlich lieber in der neueren Spielegeneration unterwegs. Also ich bin ein totaler Grafikfreak. Ich spiele gerne hochauflösende Spiele mit realistischen Grafiken und so. Aber ab und zu mal ein altes Spiel macht auch immer wieder Spaß. Besitzt du nur einen Computer oder hast du auch Konsolen bei dir zu Hause rumstehen? Momentan bin ich nur am Computer tätig, was Spiele angeht. Ich bin auch früher auch Konsolenzocker gewesen mit einer PS2 und einer Xbox 360, aber irgendwann habe ich dann angefangen, mich mehr für PCs zu interessieren, weil ich selber PCs zusammengebaut habe. Habe mir dann selber einen zusammengestellt und dann
waren die Konsolen irgendwann Nebensache. Ob alt oder neu, Videospiele bringen Leute aus den verschiedensten Altersgruppen zusammen. Daher kann man sagen, dass die Retro-Gaming-Messe ein voller Erfolg war.